Okay. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in den Money Business and the Universe Podcast. Und ich freue mich riesig, heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir zu haben, nämlich den lieben Raphael Kempermann vom YouTube-Channel Chakra Tunes. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ja, danke ebenso. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Raphael, du hast einen YouTube-Kanal mit mittlerweile 167.000 Abonnenten und das in meinen Augen ganz klar zu Recht. Und da dürfen auch noch viel, viel mehr auf deinen YouTube-Kanal, denn die Arbeit, die du machst, ist wirklich fantastisch. Mein Weg zu dir war, dass eine Coach von mir mal gesagt hat, Mareike, ich glaube, du solltest mal was für dein Herz tun. Mach doch mal irgendwas Herzöffnendes. Und wie Mensch von heute das so macht, ich war auf YouTube und habe einfach mal Herzchakra-Meditation eingegeben und bin dann sofort auf deine 21-tägige Reihe, die du hast, diese Playlist mit den mit der Chakra-Öffnung, Chakra-Reinigung und so weiter für jedes Chakra. Und bin auf deine Herzchakra-Meditation, in der du dann sagtest, hey, wenn du hier gerade bist, fang am besten eben mit der Wurzelchakra-Meditation an und geh dann eins nach der anderen durch. Und es hat mich innerhalb von 15 Sekunden so gefesselt, dass ich also wie, ich will jetzt nicht sagen fremdgesteuert, aber so, okay, dann fange ich jetzt mal mit der Meditation an und wusste, hier wartet noch viel, viel mehr auf mich. Ich habe Tränen geweint nach dieser Meditation, vor allen Dingen in der Wurzelchakra-Meditation. Und es war eine fantastische Erfahrung. Und so war ich auf, bin ich, habe ich 21 Tage lang diese Reihe gemacht, bin auf dich aufmerksam geworden und freue mich, dass wir jetzt über genau dieses Thema Meditation sprechen können. Magst du uns mal ganz kurz mitgeben oder mitnehmen auf deine Reise, wie ist Chakra Tunes und die Faszination für Meditation und all das, was du da anbietest, entstanden? Ja, gerne. Ich überlege jetzt, wo ich da anfange. Ich gebe aber gerne mal so einen kleinen Einblick in meine Biografie, weil daraus erklärt sich's dann. Und wir werden auch sehen, dann, dass Meditation ist gar nicht mein erstes Steckenpferd. Also, aber ich erzähle mal ein bisschen. Ja. Also meine Geschichte ist die, dass ich, als ich mit 14 Jahren meinen Vater verlor, ja, den ich sehr liebte, in eine große Krise stürzte. Ja, das war für mich nicht verdaubar. Und da lernte ich auf zufällige Weise eine Frau kennen, die bot damals offiziell autogenes Training an. Das war so 1989, 88, ja. Und die meinte, sie kann mir helfen halt. Und ich bin da hingegangen und es zeigte sich, dass sie viel mehr machte als nur diese Arbeit. Die war lange, hat lange in Indien gelebt, in einem Ashram. Und ich, damals war mir das alles fremd. Ja, also in meiner Familie gab es niemanden, der sich für solche Sachen interessiert oder offen war. Ich hatte da keinen Zugang zu bis dahin. Und auf jeden Fall, die hat mit der habe ich dann angefangen zu meditieren, aber auch Energiearbeit zu machen. Und das ist wirklich spannend, weil zu dieser Zeit war das noch nicht so populär in Deutschland, wie es heute ist. Ja, heute gibt es überall Meditation, es gibt Energiearbeit, Reiki und alles Mögliche, alle möglichen Formen. Aber zu der Zeit war das noch sehr unbekannt. Vor allem, ich komme aus dem Schwarzwald. Aus einer kleinen Stadt und besonders da ja, kannte man sowas nicht. Auf jeden Fall, es war für mich prägend, weil ich konnte, es hat mich verändert, die Arbeit mit ihr. Es hat mir Hoffnung gegeben und es hat mich stabilisiert und Aussicht gegeben und auch Liebe in mein Leben gebracht wieder und mein Herz getröstet. Und es hat mich auch sehr neugierig gemacht. Und ab dann, war so ein Jahr bei ihr und ab dann gab es in meinem Leben eigentlich immer irgendwelche spirituellen oder therapeutischen Sachen, die ich verfolgt habe und auch immer mit der Absicht, irgendwann mal davon zu leben und es zu meiner Arbeit und Berufung zu machen. So, und
Dann ging die Reise weiter und ich bin, ja, ich bin tatsächlich auf die Reise gegangen und war so in der Welt unterwegs, ne, als junger Mann. Und auf einer Reise in Malaysia, auf einer ganz kleinen Insel, habe ich einen Deutschen kennengelernt und der hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und meinte, lies mal. Und das war Carlos Castaneda, Der zweite Ring der Kraft. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Sagt dir das was? Ja, das war, Castaneda war so in der New Age-Bewegung, so in den 70ern, der Superstar. Der hat, ja, man weiß halt nicht, was fiktiv ist, was er wirklich erlebt hat, aber offiziell ist es biografisch und er beschreibt halt, wie er nach Mexiko reist für Feldforschung. Der war Anthropologe und lernt dort einen Schamanen kennen. Und der Schamane sieht in ihm eine bestimmte energetische Struktur und nimmt ihn auf in seinen Lehrlingsclub. Und dann beschreibt er diese Reise, die er mit ihm erlebt. Und es ist halt Wahnsinn. Es ist so, ja, tief und aber auch so anders als alle anderen Philosophien, die man so kennt. Aber es hat mich total berührt und ergriffen, weil es erschien mir sehr stimmig. Dann habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall mal einen, ich würde auch gerne so einen Schamanen kennenlernen. Das würde ich mal gerne machen. So, boah, so ein Lehrling werden von so einem Schamanen, das wär's. Und dann bin ich wieder nach Deutschland und ich dachte, naja gut, dann muss ich nach Mexiko reisen und dann vielleicht lerne ich da jemanden kennen, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe aber niemanden kennengelernt, der mich unterwiesen hätte. War trotzdem ein schöner Urlaub. Und dann bin ich beim Trampen, habe ich einen Typ kennengelernt und der meint, ja, er macht so schamanische Rituale in der Eifel, nur für Männer. Und wenn ich Lust habe, soll ich mal vorbeikommen. Ja, da bin ich dann hin und die haben eine Schwitzhütte angeboten. Und da bin ich mit 24 fremden Männern rein und ich dachte, ich kannte das alles nicht. Ich dachte, ja gut, das ist halt so ein Natursauna halt für Männer. Also ich fand es auch ein bisschen suspekt alles, warum da nur Männer sind und bababab. Ja. Aber dann bin ich halt mit denen in diese Natursauna und das war ein so intensives Erlebnis und ich habe in dieser Schwitzhütte, ist mir was passiert. Also ich habe so zum Höhepunkt meine Selbstkontrolle und Regulierung verloren für einen Moment. Und im Moment spülte es viel, viel hoch und auch Sachen, die mir nicht bewusst waren. Und in dem Moment habe ich das auch nicht kapiert. Ich war einfach in diesem Feld plötzlich. Ja. Aber als ich aus der Schwitzhütte rausgekrabbelt bin und dann auf dem Boden lag, dann kam es mir ins Bewusstsein. Und das fand ich so intensiv, dass ich dann auf diesem Weg geblieben bin für 12 Jahre. Und habe da verschiedene Ausbildungen gemacht. Also Naturspiritualität, habe die Schwitzhütte gelernt, habe Visionssuchen gelernt, habe viele, viele Rituale mitgemacht. Und jetzt noch vielleicht ganz kurz zur letzten Station, weil das ist ganz spannend und das gibt dann vielleicht auch ein bisschen ein Bild davon, was ich heute anbiete. Als ich jetzt nach 12 Jahren Schamanismus und wirklich vielen Ritualen im Wald und viel Erfahrung, ganz viel wusste und kannte, da war ich total überzeugt, dass ich jetzt super selbstreflektiert bin und ja, die Sache ist so gegessen für mich halt. Ich bin durch. Ja, auch ein bisschen naiv halt. Und dann meinte ein Freund zu mir, er kennt einen Psychotherapeuten in Köln, der arbeitet körperorientiert. Kannte ich nicht. Und schon gar nicht war ich interessiert in Psychotherapie, weil ich hatte das ja gar nicht mehr nötig. Und er meinte, geh mal dahin, schau dir das an. Und dann bin ich halt dahin gegangen. Und da bin ich dem Freund auch immer noch dankbar für. Und da macht man ja immer so 5 Kennenlernstunden, ja. Und nach der 5. Stunde war ich erschüttert. Also weil ich dachte, mein Gott, ich habe meine ganzen Themen oder viele Themen irgendwie einfach nicht bearbeitet, einfach nicht richtig hingeguckt. Und ja, und bin dann da in die Therapie gegangen und war 3 Jahre in der Therapie und der hat aber auch Selbsterfahrungsgruppen gemacht und schlussendlich auch eine Ausbildungsgruppe, in der ich jetzt heute immer noch bin, also jetzt heute im 5. Jahr. Und das sind so die Elemente, die so bei mir so reinfließen in meine Arbeit. Und das mit dem YouTube-Kanal vielleicht noch kurz.
Der YouTube-Kanal, das kam in diesen schamanischen Ritualen. Also ich bin Musiker, ich habe Musik studiert auch und habe später aber beim Film als Tonmeister gearbeitet. Das heißt, ich konnte Musik machen und programmieren und produzieren und so weiter. Und bei so einem schamanischen Ritual, da sollte ich mich mit dem Wasser verbinden. Und dann saß ich an dem Bach und da saß ich dann, ich weiß nicht, ein paar Stunden und habe ein Zwiegespräch geführt mit dem Bach. Und der Bach, der meinte zu mir, mach mal ein Label für Meditationsmusik. Und das war so der Beginn von Chakra-Tunes. Ich habe am Anfang nur Musik gemacht. Und es lief aber gar nicht. Und dann habe ich angefangen, Meditationen zu produzieren, beziehungsweise ich habe einen Sprecher dann erst genommen, weil ich dachte, okay, sprechen kann ich nicht. Also ich bin ja aber keine ausgebildete Stimme und so weiter. Dann habe ich den Sprecher eine Meditation einsprechen lassen. Und eine habe ich gedacht, hey, komm, ich probiere es mal. Die habe ich selbst eingesprochen. Und das explodiert. Und zwar meine, die ich eingesprochen habe. Und das war dann ein schönes Zeichen. Und so entstand Chakra Tunes. Wie lange hast du den Kanal jetzt schon? Boah, ich glaube seit 2018, aber das, ich glaube die ersten, also los ging es erst Ende 2019. Plötzlich, es war wie so ein, ne, also ich hatte vorher halt, weiß ich nicht, 30 Aufrufe am Tag für meine Musik, 40. Und auf einmal ist es so explodiert und dann hatte ich am ersten Abend hatte ich 2000 Aufrufe. Ich dachte so, wow. Und am nächsten Tag waren es drei, und dann waren es vier und fünf, zehn und so weiter. Ja. In der Geschichte und deiner Biografie, die du uns gerade erzählt hast, ist wahnsinnig viel drin, und so ein paar Punkte würde ich gerne hier im Interview noch mal tiefer eintauchen, die du gerade erzählt hast, und mag aber vorab schon mal Danke sagen, dass du das hier so offen geteilt hast, denn da steckt einfach wahnsinnig viel drin und einfach danke fürs Teilen dafür. Gerne. Du hast jetzt erzählt, dass du viele Rituale gemacht hast, dass du viel auch über den Schamanismus und so weiter gemacht hast. Und als Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir von dir ein paar andere Sachen angeguckt, angehört, wo du auch Interviews gegeben hast. Und du hast von so ein paar Ritualen erzählt. Unter anderem zum Beispiel, dass du mal eine Nacht in einem Grab übernachtet hast und quasi deine eigene Beerdigung mitgemacht hast. Oder 4 Tage im Wald warst, alleine für die Visionssuche. Ich hörte von einem Ritual, wo getanzt wurde und so weiter. Magst du uns mal in diese Erlebnisse mit reinnehmen? Vielleicht fangen wir gleich mal bei dem ersten an, mit dem ne, sich da lebendig quasi oder lebendig eine Nacht im Grab zu sein. Woher kam da die Faszination und was hat das mit dir gemacht? Ja, also das Sterberitual, das hat natürlich am meisten, ist am spektakulärsten, wenn man das so hört, ne? Und so dachte ich es auch. Ich dachte, das ist es. Also das will ich unbedingt mal erleben. Und ich war zu der Zeit viel mit einem Mann, mit dem Jack Silver zusammen, dem sein Club nennt sich Kriegerschule. Und der hat für seine Fortgeschrittenen oder für seine Lehrlinge halt sozusagen, es war kein Lehrling, ist das falsche Wort, es war so eine Intensivgruppe. Also die Leute, die da schon länger dabei waren, denen hat man das angeboten, dass sie das machen können. Und ich weiß nicht, ich war total fasziniert. Also ich hab auch so eine Tendenz zu Extremen. Also ich finde immer wieder so eine Begeisterung und Neugierde halt für solche intensiven Sachen. Es ist ein Persönlichkeitsanteil. Und naja, und dann habe ich halt gefragt, ob ich das machen kann. Ja, okay. Und war total begeistert. Und dann habe ich einen Buddy an die Seite bekommen. Und wir haben zusammen das Grab ausgehoben. Na, im Wald haben wir so ein Plätzchen gehabt und dann haben wir geschaufelt. Und dieser Mann, der dabei war, der war zum Glück topfit, so der hat fast das Grab alleine ausgeschaufelt. Ich war so null gewöhnt, so schwer zu arbeiten, muss ich ehrlich gestehen.
Und ja, das wurde immer tiefer und tiefer und so. Und ich dachte, wow, wie cool, wow, spannend. Und irgendwann hatten wir so eine gute Tiefe erreicht. Also so, wie ist es denn? Also es war wirklich so original, hat man versucht. Ich glaube, 90 Zentimeter tief, ich glaube, kommt hin, ne? 1,5 Meter. Ja, muss hinkommen. Also wenn man drin stand, dann war man so ungefähr bis unter die Brust, also der Kopf und der Oberkörper gucken noch was raus. Auf jeden Fall meinte er zu mir, leg dich doch mal rein, probier mal aus, wie es so ist. Und ich habe mich dann reingelegt und ich dachte, mich trifft der Schlag, weil ich habe Platzangst. Und mir war das nicht mehr bewusst. Ich habe da nicht dran gedacht. Ich habe da einfach null dran gedacht, so, ne? Ich lieg da drin und es war so beklemmend. Ich habe Atemnot bekommen. Ich bin sofort wieder aufgestanden und habe gesagt, ey, es geht nicht. Ich kann da nicht eine Nacht drin bleiben. Und es kommt ja noch als leichte Würze hinzu. Das wird ja zugemacht oben. Ja. Also es wird nicht so zubetoniert, dass du nicht mehr rauskommst, ja. Also es gibt noch die, ne, das, also das wäre dann hätte ich es vielleicht doch nicht gemacht. Aber es wird zumindest, es werden Stämme, Baumstämme, Holz halt draufgelegt über das Grab und es wird mit der ausgehobenen Erde zugeschüttet. Das heißt, du kannst dich da rauskämpfen. Ja, also das war so der Beginn und dann, okay, dann bin ich halt, dann die Zeremonie, die läuft so ab. Du legst dich ins Grab. Es wird vorher natürlich, ne, du wirst geräuchert und so klärst dich nochmal und verbindest dich und gehst dann ins Grab. Dann machen die das zu für dich und dann gehen alle weg. Und kurz vor Sonnenuntergang kommen alle wieder zurück. Also da waren halt viele Leute, so, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Leute. Und die halten dann eine Abschiedsrede. Die verabschieden sich und also ne, so einer macht so den Priester und der erzählt dann ganz laut, es war schön, der Raphael, es ist furchtbar tragisch, dass er so früh gehen musste und unser Bruder und ein guter Mann, gutes Herz und was er alles erlebt hat und so. Also eine richtig schöne Abschiedsrede. Und du sitzt in diesem Grab und hörst diese Abschiedsrede, aber ganz dumpf. Und das ist schon ein besonderer Moment. Ja, es ist spielerisch und gleichzeitig macht es dir diese Sterblichkeit sehr bewusst einfach. Und dass du nur Gast bist für einen Moment und dass irgendwann dieser Zeitpunkt kommt. Ja. Ja. Ja, naja, und dann gehen die halt weg. Und dann geht die Sonne auch weg. Ist so, ne? Und dann ist Sonnenuntergang und du liegst dann da drin halt, also oder ich lag da drin. Und ich denke, 3, 4 Stunden nur damit zu tun, mich zu beruhigen. Also ich habe gemerkt, ich kriege immer wieder so wie Panik, die so aufkommt, ne? Und habe mich dann durch Atmung und durch Bewusstsein und durch ein bisschen Bewegung halt wieder so kontrolliert, dass es geht. Aber ich war es, ne? Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit war ich so angespannt. Ja. Und hat, weißt du, kennst du das, wenn man in einer schlimmen Situation ist oder bei Panikattacken ist Ja. es ähnlich. Du kannst es regulieren, wenn du dich darauf konzentrierst oder du meinst, du kannst es regulieren, indem du deine Energien kontrollierst. Und so war das da auch und ich habe kontrolliert. Und irgendwann hat das nachgelassen und dann begannen Sachen aufzusteigen in mir. Es waren Bilder, innere Bilder, die aufkamen und ja, wieso? Ja, es waren sehr, sehr spirituelle Sachen. Ich sage das deshalb, weil es hatte für mich, für mein irdisches Leben dann später nicht so eine Bedeutung, aber es war, ich sah, wie Dinge entstehen aus. Ja, es macht keinen Sinn, es zu beschreiben, es ist auch nicht so wichtig. Aber was interessant war, ist, dass ich meine Platzangst verloren habe. Ja. Weil mir bewusst wurde, wo die herkommt. Das kam auch hoch. Als Kind bin ich mal in den Schrank geklettert und der Schlüssel war dann irgendwie weg und ich war da eingesperrt. Und meine Schwester, das war der Schrank meiner Schwester, und die musste den dann aufbrechen, so, ne? Dann war der kaputt. Und ich kam da raus und ich war total glücklich, dass ich jetzt gerettet wurde und dachte, die sind jetzt auch alle total glücklich, dass ich jetzt gesund und wieder da bin. Das Erste, was ich bekommen, war so eine richtig, richtig scharfe Ohrfeige.
und meiner Schwester. Und irgendwie, das ist wohl hängen geblieben. Und Ja. ja, das wurde, das kam hoch und das wurde mir wieder so bewusst. Ich hatte es vergessen, ich hatte das gar Ja. nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja. Und von diesem Sterberitual gibt es noch so ein, zwei andere Details, die ich mitgenommen habe. Oh, ja, es gibt einen Detail, vielleicht erzähle ich es noch kurz. Ja. Das war nämlich wirklich abgefahren. Ich bin dann am nächsten Tag da raus und wir haben drüber gesprochen und so und Sachen integriert und an dem und abends ruft mich meine damalige Mitbewohnerin an und sagt, ey, ich habe leider eine ganz schlechte Nachricht. Heute, gestern wurde eingebrochen bei uns und die sind in dein Zimmer und haben zwei Kameras geklaut, einen Laptop und ein Tablet. Wow. Und das fand ich jetzt augenfällig so, weil bei diesen naturspirituellen Ritualen, da ist die Grundhaltung, dass nichts zufällig ist, was dir begegnet, hat mit dir zu tun. Also ganz starken Fokus auf die Projektion und Synchronitäten. Und das fand ich schon besonders, dass im Moment, es war dann, zu dem Zeitpunkt, als ich im eigenen Grab lag, sind die bei mir in die Bude und haben halt, haben sich halt bedient. Also das fand ich ein spannenden Hinweis und daraus resultierten dann für mich auch Sachen. Also zum einen habe ich mich verkleinert. Also mein erster Impuls war, wenn ich nach Hause komme, nehme ich mein ganzes Hab und Gut und packe es raus auf die Terrasse und zünd alles an. Ja. Verbrenne alles. Das war mein Impuls. Ja. Und ich habe mich danach auch erleichtert. Also ich habe mich reduziert. Ja. Wow. Weil, verstehst du, das war so das Sinnbild. Wenn Ja. ich sterbe, ist eh alles weg. Dann kommen sie und holen sich die Sachen, schmeißen sie weg und so weiter halt. Und für mich war es stimmig, so ein bisschen Ballast abzuwerfen. Ja. Ja. Wow. Also krasse Geschichte, vor allen Dingen dann auch mit dem Einbruch, ja. Der, also hattest du dann auch das Gefühl, dass du irgendwie, ja, also ich nenne jetzt mal das Wort in Anführungszeichen, irgendwie wiedergeboren bist oder irgendwie ein neuer Mensch warst nach diesem Ritual? Nein. Nee. Nee, so stark war das nicht. Also ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon viele Rituale gemacht Ja. und ich hatte danach auch Rituale noch gemacht, die für mich einen stärkeren, also viel stärkeren Impact hatten. Ja. Ich kann das, ich weiß nicht, warum das so ist. Für mich, ich dachte auch, das Sterberitual, das wäre so eins der durchdringendsten Sachen für mich, war es. Ich habe ja ein paar Sachen erzählt, es war schon was Besonderes, aber es war nicht so, dass es mich so, zumindest nicht bewusst, nachhaltig verändert hätte. Ja. Was war da ein Ritual, was für dich so eine krasse Bedeutung hatte oder was bei dir richtig tief gegangen ist? Magst du das teilen? Ja, also die Visionssuche, Ja. das, da bin ich auch dabei geblieben und habe Ausbildung gemacht über 3 Jahre und leite auch sogar oder kann Visionssuchen leiten und werde das auch machen. Also ich will das auch anbieten. Im Moment ist nur so, dass meine Seminare alle ausgebucht sind und na, ich mache einmal im Monat Seminar. Das heißt, ich wüsste gar nicht, wo ich es unterbringe. Also bei der Visionssuche, ich sag mal kurz, was das ist. Das ist auch ein Ritual von Indigenen in Mittelamerika, Nordamerika, Südamerika. Es ist ein Übergangsritual vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Und es sieht so aus, du wirst oder du findest einen Platz im Wald und da setzt du dich hin an einen Baum und da bleibst du 4 Tage und 4 Nächte. Und dann kommst du wieder zurück in deine Dorfgemeinschaft und hast deine Vision und weißt, was deine Aufgabe, als erwachsener Mensch ist. So ist, glaube ich, die grobe Idee. Und du fastest. Und die Lakota zum Beispiel, die machen so, die machen Trockenfasten, die trinken kein Wasser 4 Tage lang. Und dann wird es wirklich existenziell. Also dann ist es nicht nur, ich vermisse jetzt vieles und bin allein im Wald, sondern also 4 Tage nichts trinken ist schon, da gehst du ja schon an die Substanz, ja, also da geht es schon wirklich um die Existenz. Da, wo ich das gelernt habe und wie wir das gemacht haben, das war eine Adaption und da gab es Trinken. Also man hat getrunken, aber man hat nichts gegessen. Und
Ah, das über jetzt, also in diesen 4 Tagen und 4 Nächten ist mir so viel widerfahren, dass ich gar nicht, also da müssen wir jetzt einfach, könnte ich lange drüber sprechen. Aber es gab interessanterweise auch in Verbindung mit einem Sterberitual innerhalb dieser Visionssuche ein besonderes Erlebnis, was viel, viel mit mir gemacht hat. Und das kann ich gerne teilen. Also in der letzten Nacht, die läutet man so ein, bei Sonnenuntergang legst du dich hin und du stellst dir vor, dass du stirbst. Und es kommen, du stellst dir vor, es kommen Menschen zu dir und verabschieden sich jetzt von dir. Du bist dir gewiss, du stirbst und es kommen Menschen. Und du beobachtest, wer kommt und verabschiedest dich. Und es war toll, ich fand es toll, weil es kamen so viele Menschen, ich war ganz glücklich und es kamen sogar Menschen, mit denen ich irgendwie Schwierigkeiten hatte oder mit denen ich aneinander geraten bin. Und es war so, so schön, dass die gekommen sind und sich von mir verabschiedet haben und man so rein miteinander war. Und dann am Ende war mein Oma und mein Opa haben sich verabschiedet. Auf einmal höre ich es im Wald knacken. Ich höre so ein Geräusch halt, Holz. Und ich mache die Augen auf und ich sehe so in 7, 8 Metern einen Wolf. Einen großen Wolf, der von links nach rechts läuft. Oh wow. Ganz gemächlich, ganz majestätisch, ganz langsam. Ja. Und im selben Moment höre ich hinter mir war so Büsche und war so ein bisschen undurchsichtigeres Feld, höre ich einen riesen Gerappel und Gerumpel. Und mein erster Impuls war, da bricht eine Wildschweinhorde irgendwie durchs Unterholz, aber ganz nah, wirklich, es Ja. war irre laut. Und ich bin aufgesprungen, ne, ich habe einen Schock bekommen, ich bin aufgesprungen, habe mich nach hinten gedreht und habe geschrien ganz laut. Und es war komplett still, es war nichts zu sehen, es war nichts zu hören mehr, es war wie ausgeknipst. Und ich war verwirrt und ich drehe mich wieder um zu dem Wolf. Und der Wolf hatte seinen Weg geändert und ist jetzt von rechts nach links ganz, ganz gemächlich in den Wald gelaufen. Und ich dachte, was ist das? Also, wo bin ich denn hier? Was ist das jetzt für ein Film? Also, ich dachte zuerst, ich würde halluzinieren. Ne? Hat jetzt 4 Tage nichts gegessen, sind viele Sachen schon passiert. Ich dachte, das wäre Ja. eine Halluzination. Und habe mich gekniffen, alles, aber ich war da, ich war voll da, ich war voller Adrenalin. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's. Also ich bleibe ja nicht über Nacht hier, wenn hier ein Wolf rumstreunt, also und was weiß ich, was noch hier unterwegs ist. Habe meine Sachen gepackt, habe meinen Rucksack geschultert und bin aufgebrochen wieder zurück. Und als ich so ein paar Schritte gemacht habe, da habe ich gemerkt, wie mein Geist arbeitet und wie ich unruhig bin. Und gleichzeitig habe ich mein Herz gespürt und es war komplett ruhig. Es war ganz, ganz offen, ganz weich, ganz sanft, ganz unaufgeregt. Ja. Und die Botschaft war, bleib. Und das fand ich faszinierend. Und dann bin ich zurückgegangen und bin die Nacht, die Nacht, ich habe mir extra, man sitzt in diesem Kreis, ja, und ich dachte, ja gut, okay, mein Herz ist ruhig, ist gut, aber sicherheitshalber nehme ich mir doch einen Knüppel. Holzknüppel mit in meinen Kreis, wer weiß, könnte ja vielleicht doch noch irgendwas vorbeikommen. Und die Nacht, die war absolut ruhig, also nichts, gar nichts, war einfach nur still und dunkel. Ja, und das ist die Geschichte. Wow. Und diese Geschichte begleitet mich bis heute. Der Wolf begleitet mich bis heute. Und diese Symbolik begleitet mich von heute. Dieser scheinbare Angriff von hinten hat sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit meinen Ängsten. Und der Wolf hat sehr viel mit meiner Geschichte zu tun, die ich gerade im Moment erlebe. Ja. Also der einsame Wolf hat auch ein bisschen was mit mir zu tun. Und so ziehe ich und nähre ich davon. Und und was für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich diese naturspirituelle Bewegung nicht weiter verfolgt habe, zumindest nicht als Schüler oder als Suchender, war, dass ich in dieser Zeit entdecken durfte, dass es das Mysterium gibt
dass es zu uns spricht, dass wir dauernd empfangen, dass es eine Verbindung gibt in diese seelische Dimension. Ja. Und wir werden die ganze Zeit, bekommen wir Botschaften, aber wir kriegen es normalerweise nicht mit. Und wenn wir uns darauf einlassen, uns damit verbinden, dann werden die so deutlich wie in meinem Fall. Dann können Erscheinungen kommen, die mit dir in Kommunikation treten. Und die Absicht dieser Botschaften ist immer gleich. Es geht immer um Entfaltung, um Wachstum, um Heilung, um Ganzwerdung. Ganzwerdung, also die Aufhebung der Illusion, dass wir getrennt sind. Ja. Das ist eine geistige Illusion. Wir sind nie getrennt. Wir sind immer verbunden. Aber Ja. wir fühlen uns ganz oft anders. Und diese Entdeckung hat den suchenden Teil in mir befriedet. Ja. Und heute weiß ich, es gibt die Kräfte. Wir können diese Erfahrungen machen, die uns dienlich sind. Und ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist mit dem Intellekt und Verstand nicht erklärbar. Ja, definitiv. Also ich hatte jetzt, während du das erzählst, ich hatte solche Riesenohren und habe dir zugehört und Gänsehaut bei dem, was du erzählt hast, weil das ja also so wahnsinnig intensive Erfahrungen sind, die du gemacht hast, ne? Also ich habe mir das jetzt gerade mal vorgestellt, hätte ich das gesehen, so schnell hätte kein Mensch eine Tasche packen können. Ich meine, ich weiß es nicht, ich war noch nie in so einer Situation, aber krass, also wirklich krass. Inwieweit würdest du sagen, spielen sich diese Erfahrungen jetzt in die Meditation, in die Arbeit und all das, was du machst, also mit rein? Wie hilfst du mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt Menschen weiter? Ja, ich glaube, also zum einen, ich glaube, man nimmt mir das ab, was ich erzähle. Und das ist schon mal so ein wichtiger Faktor. Also auch ohne, dass ich das immer erklären muss. Also diese Geschichte, die erzähle ich jetzt ja nicht oft. Und auch nicht jetzt so, ne, also ich denke, die meisten meiner YouTube-Zuhörer kennen mich nicht und kennen meine Biografie nicht, die meisten. Ein paar informieren sich. Und ich nehme an, das schwingt mit. Es schwingt, meine Erfahrungen schwingen mit also, ne, ich bin nicht nur ein Sprecher, der die Sachen aufsagt, sondern meine Persönlichkeit und meine Erfahrungen und Erkenntnisse fließen mit rein und es wird angenommen und ja, hat dadurch eine Wirkung. Also ich glaube, die hauptsächliche Wirkung jetzt bei der Meditation kommt daher, dass man spürt, dass ich damit verbunden bin. Ja. Und so ist es auch, wenn ich meine Texte einspreche, dann fühle ich mich damit verbunden und ich verbinde mich auch in dem Moment damit, mit den inneren Bildern, mit den Krafttieren, mit den Chakren und so weiter. Ja. Und ich bin halt, vor 2 Jahren habe ich halt gesagt, ich mache es jetzt, ich mache wirklich diese Arbeit als Lehrer auch oder als Leiter. Und nehmen die Leute mit in diese Prozesse. Und das war ein sehr interessanter Prozess, weil ich dachte bis dahin eigentlich, dass ich so, also ich habe immer gesagt, ich möchte das irgendwann mal, werde ich diese Arbeit machen. Und ich habe ja etliche Ausbildungen, weißt du? Also in der körperorientierten Psychotherapie, in der Reiki, also ich habe super viele Ausbildungen gemacht. Und immer habe ich gesagt, ja, wenn ich etwas älter bin, dann mache ich es. Jetzt sagte ich, okay, ich mach's. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wie viel Angst ich habe, also in diese Rolle jetzt zu schlüpfen und verantwortlich zu sein für das seelische Wohl der Menschen halt. Und ich wurde mit so vielen Ängsten konfrontiert. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das war für mich eine ganz tolle und wichtige Erfahrung. Die kann ich gerne mal, also die möchte ich gerne teilen, so, ne? Also, wenn du einen Impuls hast, etwas zu tun, und wenn es wirklich von innen kommt und es ist dir wichtig und heilig, natürlich gehst du da nicht easy peasy daran und sagst, so, das mache ich jetzt. Und dann ist es sehr verletzlich. Aber tu's, mach's in kleinen Schrittchen. Du musst nicht sofort von Tag 1 auf Tag 2 genau dahin, was deine Vision ist, sondern du machst in kleinen Schritten jeden Tag. Und das wird so honoriert, wenn du es tust.
Es werden so viele Ängste, werden sich als Illusionen zeigen. Sachen, wo du vorher gedacht hast, oh, das kann passieren, das kann passieren. Und es passiert einfach nicht. Im Gegenteil, es passieren positive Sachen. Und natürlich passieren manchmal irgendwelche Rückschritte oder Sachen, wo man dann wieder was zu lernen hat, aber es ist nicht schlimm. Also es gehört dazu. Genau. Und jetzt machen wir diese Selbsterfahrungsseminare auf Basis neoschamanischer Rituale und körperorientierter Gruppentherapie. Und da ist mein Herz. Das mache ich mit größter Begeisterung und ja, einfach große Events, eins nach dem anderen, einmal im Monat. Und das ist toll. Und da passiert sehr viel. Ja, das glaube ich. Also, Ja. ich mag auf zwei beziehungsweise drei Sachen eingehen von dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist etwas, was ich nur unterstreichen mag. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei mir im Podcast, wir verlinken den Raphael natürlich in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt da einfach mal sofort auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. In 15 Sekunden hast du einen. Also bei dir schwingt so eine Wärme mit, wenn du diese Meditation machst. Und auch du hast ja auch unterschiedliche Videos, manchmal erklärst du ja auch ein bisschen was oder sowas, ne? Das schwingt so eine Wärme und Authentizität mit, die sehr wahrscheinlich natürlich auch aus diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, mit resultiert. Und so eine wahnsinnige Verbundenheit, die einfach rüberschwappt. Und also ich als Zuhörerin kann das nur unterstreichen und bin da ja ein ganz großer Fan und mag das an der Stelle einfach nur nochmal highlighten. Das zweite ist, dass du gesagt hast, sehr gerne, das zweite ist, dass du gesagt hast, ich spüre oder auch mit diesen Ritualen, die du gemacht hast oder was du für dich als Suchender erkannt hast, du weißt, dass es das gibt und dass wir ständig in Verbindung sind und dass es diese Antworten aus der Natur gibt. Jetzt ist das natürlich so, wenn man in so einem Ritual ist, merkt man das, man ist total bewusst und so weiter. Aber jetzt gibt es natürlich auch so dieses normal daily life. Und das hast du auch. Ich habe auch, ne, du bist ja auch, du hast ja Familie und so weiter. Wie machst du das? Wie spürst du im Alltag? Wie verbindest du dich im Alltag mit dieser Verbundenheit? Wie ziehst du Antworten aus der Natur und von all dem, was einfach auch um dich rum ist? Ja, gute Frage. Also, jetzt bin ich natürlich in sehr vielen Ritualen, ja. Also, wie gesagt, also mindestens einmal im Monat springe ich mit einem Club von 25 bis 50 Menschen in diese Prozesse. Und da bin ich genau wie alle anderen Teilnehmer, komme ich mit meinen Themen in Kontakt und gehe in Verbindung und es ist eine unglaubliche Reise. Und deswegen besteht weniger die Möglichkeit, mich lange zu verschließen. Und es ist einfach durch diese Häufigkeit oder durch diesen Rhythmus. Aber klar, natürlich, ich habe es auch. Also ich bin natürlich auch nicht immer in Verbindung. Also ich führe ein ganz normales Leben. Und man hat mal Krach mit der Freundin oder ist spät dran, ist gestresst, ist genervt oder hat viel Arbeit. Und weißt du, was für mich wirklich nochmal einen riesen Shift gegeben hat, war diese körperorientierte Psychotherapie und die Sichtweisen von diesem Therapeuten und diese Perspektive, weil plötzlich ging es weniger um diese spirituellen Erscheinungen, sondern um die Kraft und um die Auswirkungen, die diese Erscheinungen haben in deiner Lebensrealität. Und da kam ich dann zu dem Punkt, nochmal genau hinzuschauen, was in meiner Kindheit eigentlich so lief. Alles, also jetzt neben dem Tod von meinem Vater, was so ein Highlight war, sage ich mal. Aber da gab es natürlich viele andere Baustellen. Und ich wurde mir in dieser Zeit einfach sehr vieler Sachen bewusst und konnte da nochmal rangehen und den Schmerz spüren und die Verletzung spüren und so weiter. Und das hat meinen Energiefluss verändert. Und das führte dazu, dass ich mein Leben verändert habe, weil ich weniger Energie benötigte, um
gewisse Gefühle in mir zu unterdrücken. Und das hat mein Leben verändert. Und das finde ich das Wichtigste oder das, ja, also es ist nicht wichtig, ob ich, also auf der spirituellen Ebene oder auch auf der energetischen weiß ich, ich bin immer verbunden, auch wenn ich es manchmal vergesse oder mich verzettel. Aber was wirklich einen Unterschied macht, ist aufzuräumen und plötzlich mehr Energie zur Verfügung zu haben. Und mehr Energie, das ist so ein bisschen schwammiges Wort, aber ich meine damit, also ich meine tatsächlich Körper und Lebenskraft und Energie. Ich meine aber auch, die Kontakte vertiefen sich, die Verbindungen verbessern sich. Du wirst sichtbar im Leben, du kommst mehr ins Leben, du bist mehr da. Es wird dir leichter fallen, die Dinge zu tun, die dir wirklich wichtig sind. Du wirst spüren, was dir wirklich wichtig ist und so weiter. Und ich glaube, dass man in dieser Verbindung zwischen körperorientierter Psychotherapie oder ja und diesem spirituell schamanisch energetischen Ansatz, dass man aufräumen kann und sich ausrichten kann und Veränderungen bewirken kann, die nachhaltig sind. Ja, definitiv. Ich habe ja gerade gesagt, also erstmal danke fürs Teilen und da ist auch sehr viel wieder drin zum Unterstreichen. Ich habe ja gerade gesagt, das sind drei Sachen. Das erste war, dass ich das einmal highlighten wollte, dass man das dass es authentisch ist und dass man es dir abkauft. Das zweite war jetzt eben die Frage, wie machen wir das im Alltag? Das dritte, was mich jetzt von dem, was du gerade erzählt hast, interessiert. Was sind denn gerade deine Themen und Herausforderungen, wenn du es teilen magst, wo du jetzt dran bist, nach dem, was du alles erlebt hast und schon auch an spirituellen Erfahrungen gemacht hast? Was ist jetzt gerade bei dir dran und was fließt jetzt auch in deine Arbeit damit rein? Es sind immer also ich sind immer die gleichen Sachen. Und so. Es ist ja nicht so, dass man etwas erkennt und dann ist es für immer weg. Man bleibt mit seinen Themen treu, so, ne? Der Umgang verändert sich und die Energie verändert sich. Es hat nicht mehr so viel Kraft und ich krieg's mit. Meine Glaubenssätze zum Beispiel sind, ich bin nicht gut genug. Was dann passiert ist, ich muss mehr tun, um gut zu sein. Und das kann passieren, dass ich dann ich muss noch mehr machen, es reicht noch nicht, ne? Das kann passieren, das passiert mir manchmal. Und dann atme ich. Also wenn ich mitkriege, ich komme in so einen Rausch und muss jetzt ganz tolle Sachen machen, dann fange ich an zu atmen. Dynamisches Atmen mache ich viel, auch auf meinen Zeremonien und Seminaren. Da halte ich viel von. Und das hilft mir, in den Moment zu kommen. Anderer Glaubenssatz, mit dem ich immer mal wieder konfrontiert werde, der sich aber sehr, sehr viel gebessert hat, ist, ich gehöre nicht dazu. Also die anderen wollen mich nicht in ihrer Gruppe haben. Und ich habe da früher extrem drauf reagiert, indem ich gesagt habe, ich brauche auch niemand. Also weißt du, ich gehe dieser Verurteilung vor, indem ich sage, es ist kein Problem mehr. Es kann sein, ihr wollt mich nicht in eurer Gruppe haben, aber ich will auch nicht zu euch gehören. Und da ist vielleicht so der Hinweis auf den einsamen Wolf. Das war so ein, und das muss man sich mal überlegen. Zum einen ist es eine Fantasie, dass die anderen mich nicht dabei haben wollen. Und tatsächlich zeigt mir mein Leben an entscheidenden Stellen, dass es nicht stimmt. Also ich kenne viele Menschen, die mich gerne dabei haben und die mich mögen. Das heißt, ich habe mir aus diesen Glaubenssätzen, mache nicht nur ich, das machen alle Menschen, denen wirkt man entgegen und dadurch wird es dann plötzlich, kommt es in die Wirklichkeit. Also wenn ich anfange zu rebellieren, weil ich glaube, die wollen mich nicht dabei haben, dann isoliere ich mich am Ende selbst. Und das ist dann Lebensrealität. Vorher war es nur ein Film. Und ja, das begegnet mir manchmal, wenn es mir nicht gut geht. Dann habe ich das Gefühl und ich fange an, mich zu isolieren. Ich kriege es mit und suche dann Kontakt zu Menschen, denen ich vertraue und erkläre mich. Ja.
Danke fürs Teilen an der Stelle. Ich mag dich zum Schluss dieses Interviews, wir kommen jetzt hier damit langsam zum Ende, eine Abschlussfrage stellen und das auch so als Frage formulieren für eine Abschlussbotschaft, die du hier vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer hast. Mal angenommen, ich könnte dir ein Megafon geben und mit diesem Megafon erreichst du die ganze Welt. Also jeder kann gerade mal hören, was du so zu sagen hast. Was würdest du sagen? Was würdest du mitgeben? Ich glaube, es fällt mir heute schwerer denn je. Ich glaube, ich hatte in vielen Phasen meines Lebens, hätte ich Slogans gehabt, nee, fällt mir schwer, also etwas auszupacken. Okay, also werde dir deiner bewusst. Ja. Und es war etwas, was mir gestern nochmal sehr ins Bewusstsein kam. Werde dir deiner bewusst, und zwar nicht nur deiner schönen Seiten, weil es ist sehr anstrengend, immer nur die Seiten zu zeigen, die attraktiv sind. Und es führt dazu, dass du deinen Neid und deine Wut und deine Aggression unterdrückst. Und wenn du das machst, dann kannst du nicht glücklich werden. Es ist leider nicht so, dass wir die hässlichen und dunklen Seiten an uns unterdrücken oder wegstecken können, und die sind dann weg. Die bleiben da. Und deswegen ist es gut, zum einen sich derer bewusst zu werden und vielleicht auch einen Raum, einen Ort zu finden, an dem du die leben kannst für einen Moment und zeigen kannst und wirklich ausleben kannst. Dann verlieren sie an Energie. Ja. Alles, was du unterdrückst, schiebt, kostet zum einen viel Energie und ja, gibt, ne, also zieht, lässt dich unbewusst Dinge tun, die darauf hinweisen, dass dieses Problem da ist. Also ja, deswegen werde dir deine bewusst und nimm dich vollumfänglich an, so Ja. gut wie es dir möglich ist, mit den hässlichen Seiten, mit allem. Und dann wird es leichter. Dann wird es leichter, wenn du dich so akzeptieren kannst. Das war eine Das wundervolle Botschaft. Schön, danke. Definitiv. Lieber Raphael, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses wundervolle und sehr erleuchtende Interview, wie ich finde. Wir werden hier in den Shownotes alles von dir verlinken. Also Ja. vielleicht genau, sendest du mir auch noch mal die Seite zu, wo wir am besten auf deine Seminare und so weiter zugreifen können, die du ja hier schon jetzt erwähnt hast, dass wir das alles gleich mit verlinken. Also YouTube-Kanal, Website und so weiter findet ihr in den Shownotes, um mehr auf Raphaels Arbeit aufmerksam zu werden. Und ansonsten sage ich jetzt ganz lieben Dank, lieber Raphael, dass du hier warst. Und es war mir eine wirkliche Freude. Vielen Dank, Mareike. Es war schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.